Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchempfehlung für euch und zwar soll es heute um Revenge von Jennifer L. Armentrout gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Revenge Sternensturm ist der erste Teil der Spin-Off-Reihe von Obsidian von Jennifer L. Armentrout und spielt quasi nach den Ereignissen von Obsidian. Das heißt, wer Obsidian noch nicht kennt und sich absolut nicht spoilern lassen möchte, der sollte sich das jetzt hier nicht angucken, weil ich, um den Inhalt zu erklären zu diesem Buch, natürlich auf das Ende der Obsidian-Reihe ein bisschen spoilern muss. Also, wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, so gar nicht, dann guckt euch das Video einfach später an. Und ich kann euch natürlich halt nur was erzählen, wenn ich euch ein bisschen was zum Ende von Obsidian verrate. Deswegen ist das ein bisschen... Aber es ist halt eine Spin-Off-Reihe und die knüpfen halt nun mal immer an die ersten Reihen an. Es ist halt einfach so. Ich habe Revenge Sternensturm netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Carlsen Verlag. Ich habe mich mega gefreut, als ich die Zusage für dieses Buch bekommen habe. Und ja, das Buch kam dann an und ich habe es dann gleich gelesen und verschlungen und was soll ich sagen, mir hat Revenge wieder wahnsinnig toll gefallen. Dieses Buch zu lesen war so ein bisschen wie nach Hause kommen, denn wieder in die Welt von Obsidian einzutauchen, das war einfach so ein ganz, ganz tolles Gefühl und ja, bevor ich jetzt hier mich in Schwärmereien verliere, erkläre ich euch erstmal, worum es in Revenge eigentlich geht. Revenge Sternensturm spielt 4 Jahre nach dem letzten Teil der Obsidian-Reihe. Wer Obsidian gelesen hat, weiß, dass am Ende eine ganz, ganz große Alien-Invasion von den Lux stattgefunden hat und die Lux ja die Menschheit quasi unterwerfen und versklaven wollten. Die Menschheit hat das aber verhindern können mit Hilfe der bereits auf der Erde lebenden Lux und der Arum. Und ja, so konnte die Erde den Krieg gewinnen und wir befinden uns jetzt, wie gesagt, zu Beginn der Geschichte 4 Jahre später nach diesen ganzen Ereignissen. Die Welt funktioniert soweit wieder wie vorher auch, aber es ist natürlich nichts mehr, wie es einmal war. Lux leben inzwischen teilweise auch unter den Menschen ganz offiziell und in der Öffentlichkeit und es gibt trotzdem immer noch diesen Hass gegen die Lux, auch wenn man eigentlich weiß, dass die Lux, die jetzt noch auf der Erde leben, ja eigentlich gute sind und nichts gegen die Menschen haben und einfach nur ein ganz normales Leben haben möchten. Und ja, in dieser Welt begegnen wir Evie Dasher. Und Evie ist 17 Jahre alt und hat damals während dieser Invasion ihren Vater verloren. Und so lebt sie mit ihrer Mutter jetzt alleine in Columbia und geht dort zur Schule. Ihre Mutter arbeitet für eine Forschungseinrichtung. Und ja, dort lebt sie quasi ihr Leben so als ganz normale Schülerin so vor sich hin. Und eines Tages ist es so, dass Evie ihre Freundin Heidi in einen Club begleitet. Und dieser Club ist kein gewöhnlicher Club, sondern es ist ein Club, wo es Lux gibt. Und wo Lux ganz normal sie selbst sein können, wo sie sich nicht verstecken und versuchen zu integrieren. Und ja, Evie begleitet Heidi in diesem Club, weil Heidi dort jemanden kennengelernt hat, in den sie sich so ein bisschen verliebt hat. Und Heidi möchte jetzt ihre Freundin Evie natürlich diese Person vorstellen. Und ja, Evie betritt dann diesen Club und merkt sofort, dass das halt, wie gesagt, kein gewöhnlicher Club ist. Sie erkennt sofort ein paar Lux auch aus der Schule. Und dann sieht sie jemanden ganz, ganz bestimmten und sofort merkt sie, wie ihr Herz schneller schlägt und sie diesen Blick von dieser Person nicht abwenden kann. Und Evie denkt in diesem Moment, dass sie auch einen Lux vor sich hat, aber... Wer jetzt Obsidian gelesen hat, weiß, dass Luke kein Lux ist, sondern ein Origin. Und Evie hat dann Luke quasi entdeckt und als Luke Evie sieht, beginnt quasi die Geschichte erst richtig und Evies Leben wird komplett auf den Kopf gestellt und am Ende ist nichts mehr, wie es einmal war. Und mehr möchte ich zur Geschichte eigentlich auch nicht verraten, was Evie und Luke alles erleben, was es mit den beiden genau auf sich hat. Das ist es, worum es im ersten Teil von Revenge geht und was ihr natürlich selber herausfinden sollt. Und ich kann nur sagen, dass mir der erste Teil dieses Spin-Offs sehr, sehr gut gefallen hat. Es war wirklich wieder wie nach Hause kommen, wieder in diese Welt einzutauchen, die Charaktere, die man von früher kennt, wiederzutreffen. Das war einfach ein so tolles Gefühl. Man trifft in diesem Teil auf jeden Fall Damon wieder und Archer und man hört so ein bisschen was von Katie und von Dee, auch wenn man sie jetzt nicht direkt trifft. Und ich bin auch der Meinung, man trifft Dawson und Bethany mit ihrem Kind und es war wirklich wieder wie nach Hause kommen, wieder in diese Welt einzutauchen, war einfach wieder ein ganz, ganz tolles Gefühl. So ging es mir damals bei der Götterleuchten-Reihe von Jennifer L. Armentrout auch. Sie schafft es einfach, dass man diese Welten lieben lernt mit ihren ganzen Charakteren, mit ihren ganzen Eigenheiten und so war es halt, wie gesagt, bei Revenge auch und es war einfach wieder ganz, ganz toll und ich kann nur sagen, dass die Geschichte mir vom Verlauf her sehr, sehr gut gefallen hat, dass ich die Entwicklung in dieser Geschichte sehr, sehr mochte, dass ich es toll fand zu sehen, wie Evie sich in dieser Geschichte verändert hat und
wie sie Stück für Stück herausgefunden hat, was jetzt eigentlich genau los ist und was hinter der ganzen Sache mit Luke steckt. Und es war einfach wahnsinnig toll zu lesen und das Ganze herauszufinden. Also ich kann nur sagen, dass mir der Verlauf und die Handlung und alles in dieser Geschichte wahnsinnig gut gefallen hat. Das Ende macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Man hat jetzt nicht direkt einen Cliffhanger am Ende, aber man weiß, dass da noch was kommt, weil einfach hier man Informationen am Ende bekommt, die einem ziemlich viele Fragen aufwerfen, wo man einfach nur denkt so, was passiert jetzt wohl als nächstes? Und Jennifer Armentrout schafft es halt einfach immer, diese Spannung aufzubauen, dass man halt auch immer wissen möchte, was passiert als nächstes. Ich habe mich mit Sina drüber unterhalten, die hat das Buch jetzt auch gelesen und sie hat halt gesagt, sie konnte nicht aufhören zu lesen, weil Jennifer Armentrout wirklich immer am Kapitelende wie so einen kleinen Cliffhanger geschaffen hat. Und da stimme ich Sina auch voll und ganz zu. Man konnte dieses Buch einfach nicht weglegen, weil immer wenn man gedacht hat, okay, ich lese jetzt noch das Kapitel zu Ende, war am Ende von diesem Kapitel irgendwas, wo du dachtest so, oh mein Gott, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann hast du noch ein Kapitel gelesen und noch ein Kapitel gelesen und dieses Buch ist einfach toll. Also ich kann wirklich nur sagen, Handlung, Verlauf der Geschichte hat mir mega gut gefallen, fand ich wahnsinnig toll. Ich muss allerdings sagen, dass ich hier so zwei kleine Logikfehler gefunden habe, wo für mich was von den Zeitangaben her nicht hingehauen hat. Wo ich aber denke, dass es an der Übersetzung lag, dass das so eine Übersetzungsfehler irgendwie sind, weil einfach Worte falsch übersetzt wurden oder falsch beschrieben wurden an dieser Stelle. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal kurz erwähnt haben, weil mir das bei einem Jennifer Armentrout Buch noch nie passiert ist, dass ich irgendwelche Logikfehler oder Logiklücken oder irgendwas finde. Aber hier ist es mir halt wirklich arg aufgefallen, weil das einfach für mich keinen Sinn ergeben hat an diesen Stellen. Ja, ansonsten was die Charaktere betrifft, ich liebe Luke. Ich habe Luke in der Obsidian-Reihe schon so geliebt und gefeiert. Ich fand den damals schon cool. Er war ja damals 14 Jahre alt und er war damals schon wieder Pate. Er war damals schon dieser kleine Mafia-Gangster-Boss, der so alles irgendwie im Griff hatte und unter sich hatte. Und ja, so ist Luke auch heute noch, nur dass er jetzt 18 Jahre alt ist und er sehr, sehr nice aussieht. Und ja, also ich bin ein riesiger Fan von Luke. Ich war es damals schon, ich bin es auch immer noch. Und ich liebe, liebe, liebe ihn einfach als Charakter. Was Ellie betrifft, kann ich ja auch nur sagen, dass wir das Buch aus ihrer Sichtweise lesen. Und sie ist ja die Protagonistin in dieser Geschichte. Und ich mochte sie auch total. Ich fand es toll zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Ich fand es toll zu sehen, wie sie so Stück für Stück dahinter gekommen ist, was eigentlich los ist. Und was sie betrifft, bin ich auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Denn da steckt definitiv noch mehr dahinter. Ich glaube nicht, dass Jennifer Armentrout sie einfach als ganz gewöhnlichen Charakter geschrieben hat und mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle auch nicht. Aber ich denke halt, dass hinter ihrem Charakter auch noch einiges steckt und dass da einiges noch rauszuholen ist, weswegen ich mich auf die Fortsetzung wahnsinnig freue. Und ja, ich kann nur sagen, Abby als Protagonistin hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich mochte sie total und ja, ich freue mich, wenn ich sie dann im zweiten Teil wiedersehe. Was die Nebencharaktere betrifft, wie die Mutter von Abby oder Damon und Archer oder die Freundinnen von Abby, haben mir die ganzen Leute auch gut gefallen. Ich finde, Jennifer Armentrout schreibt wahnsinnig tolle Nebencharaktere, die einem auch sofort ans Herz wachsen, die einem ultra sympathisch sind. Und ja, also was das betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das Ganze auch super gut gefallen. Es hat alles super gepasst. Was die Charaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn man weiß, was mit den Charakteren alles noch passiert und wie das Ganze weitergeht. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in einem typisch amerikanischen Setting. Wir befinden uns in Columbia, glaube ich. Und ja, es ist so eine typisch amerikanische Stadt mit so diesem typisch amerikanischen Flair und diesem typisch amerikanischen Feeling, was Jennifer Armentrout hier auch wieder vermittelt hat. Ansonsten, was diese Welt im Großen und Ganzen betrifft, hatte ich ja schon gesagt, dass es wie nach Hause kommen ist. Man kennt die Charaktere, man kennt die Umstände, man weiß, was alles so in dieser Welt passiert ist. Und das ist jetzt einfach wahnsinnig toll, dann in diese Welt wieder einzutauchen und zu erleben, was halt so in den letzten Jahren passiert ist, was man so verpasst hat. Und es hat einfach, was das Setting betrifft, auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder dieses Buch zu lesen. Ich kann mich auch wie immer nicht beschweren, was das Setting betraf, was die Umschreibungen und Beschreibungen und Szenenbeschreibungen betraf. Hat es mir auch super gut gefallen. Ich hatte keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Und ich kann halt auch nur sagen, was die Beschreibungen betrifft, trifft Jennifer Armentrout genau meinen Geschmack. Sie beschreibt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, sondern genauso, dass ich es mir perfekt vorstellen kann. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich absolut nicht beschweren. Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Ich liebe das Setting. Ich liebe die Welt, die sie da erschaffen hat. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Kommen wir wie immer als allerletztes nochmal mit zum Schreibstil. Und ich glaube, auch hier brauche ich eigentlich nichts weiter sagen. Jennifer Armentrouts witzige, sarkastische, spannende Art, Geschichten zu erzählen, ist genau mein Geschmack und das ist on point für mich, das ist genau meins und
Ich liebe es einfach, wie sie Geschichten erzählt und wie sie Geschichten schreibt. Und ich fand auch hier die Übersetzung, wie gesagt, bis auf diese zwei Logikfehler, die da waren, wo ich einfach mal von ausgehe, dass es Übersetzungsfehler sind, fand ich das hier alles auch wieder super. Ich konnte mich gut in die Geschichte fallen lassen. Ich hatte einen guten Lesefluss. Diese Geschichte hat sich wahnsinnig leicht lesen lassen. Also was den Schreibstil betrifft, kann ich auch wieder nur sagen, dass wir hier eine lockere, leichte Jugendgeschichte haben, die sich wahnsinnig, wahnsinnig schnell lesen lässt und wahnsinnig leicht lesen lässt. Und man kann sich in diese Geschichte einfach wieder wahnsinnig toll fallen lassen und entspannen beim Lesen. Mein Fazit zu Revenge ist, dass der erste Teil Sternensturm ein wahnsinnig toller Auftakt für diese Spin-Off-Reihe gewesen ist. Es war eine tolle Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich kann dieses Buch wirklich jedem empfehlen, der gerne Urban Fantasy-Geschichten mag, der Jennifer Armentrout mag, der die Obsidian-Reihe mag, der Luke mag. Leute, lest einfach dieses Buch. Es ist so wahnsinnig toll. Ich liebe, liebe, liebe es und bin schon so gespannt, wie es weitergeht und freue mich hier definitiv auf den zweiten Teil. Das war meine Buchempfehlung zu Revenge Sternensturm von Jennifer Armentrout und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.